Seid ihr schon wieder auf einem neuen Video von mir? Und damit herzlich willkommen zu Schaffst du deinen Abschluss in Hogwarts? Ja, dann starten wir doch mal mit dem Gimmelmore-Quiz. Let's go! In welchem Fach? Nee, wir sind hier in Verwandlungen. Keine Werbung hier. So. Natürlich müssen wir jetzt hier, also A ist Rabe, B ist Eule. Ihr seht selber, hier ist die Eule, also B. Also, haben wir nicht so was Ähnliches schon mal gemacht? Das hört sich nämlich für mich jetzt gerade so an, als wäre das nochmal genau dasselbe wie beim letzten Mal. Ah ne, doch. Wo ist der Werwolf? Finde den Werwolf. Ja, der ist ein B. Hey, das haben wir schon mal gemacht. Also, Wingardium Leviosa. Du musst ihn so verzaubern, dass er aussieht wie links. Also, zuerst 3. Nee. Hey, also Wingardium Leviosa ist ja hochzaubern. Das heißt, zuerst muss hier 3... 3, dann brauchen wir die Feder. 3, 2, 3, 2, 3, 2, 6. Hä? 3, 2, 3, 2, 1. Oder geht es so? Zack, zack. 3, 4, dann wäre es 3, 4, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 5, 5, 1, 6, 3, 4, 2, 5, 3, 4, 3, 4, 2, ja. Okay. Pflegemagischer Geschöpfe. Okay. Hilft zwar, identische Kreaturen zu finden. Also gut, das machen wir jetzt ganz einfach. Habe ich irgendwie eine Maloption hier? Warte mal, das muss doch irgendwie gehen, dass ich hier malen kann. Wieso nimmt das Ding nur in 30 FPS auf? Stopp. Irgendwo, wo stellt man das ein? Ach, hier stellt man das ein. Da muss ich mal ganz kurz auf Abbrechen gehen. Dann muss ich mal ganz kurz was noch einstellen. So, dann haben wir hier auch schon mal das Rätsel. Ich hoffe, ich habe jetzt gerade nicht so arg geschrien. Dann können wir jetzt mal wegstreichen, was mir habe. Also, die hier. Also, jetzt mal schau. Also, unsere Aufgabe war noch mal was. Hilft zwar, identische Kreaturen zu finden, also identische Kreatur bedeutet für mich dasselbe. Das bedeutet, wir haben einmal hier ein Seemensch oder beziehungsweise Seefrau. Dann haben wir hier einmal ein Drache, den wir dann hier auch haben. Dann haben wir hier eine, weiß ich jetzt gerade nicht, wie das nochmal hieß. Wartet mal, das hier muss nochmal weg. Einhorn haben wir hier und dort oben. Werwolf haben wir hier und dort. Dann haben wir hier einmal ein Kobold. Also die Schlange haben wir hier und dort. Dann haben wir das Tier hier und dort. Dann haben wir hier zack und zack. Dann haben wir hier nochmal die beiden übrig. Ein Testral. Könnte das auch... Ja, komm, das Testral kommt weg. Und die beiden. Dann müsste jetzt... Müssen wir irgendwo... Also dann wird der Kobold, der Dementor und die Fee übrig bleiben oder so. So, dann hopsen wir jetzt mal zurück. Keine Ahnung.
Ich hab keine Ahnung, was der jetzt von uns wollt. Also, hilf ihm, zwei identische Kreaturen zu finden. Ach, ich... Ah, Mann, Philipp, du Vogelkopf. Du solltest zwei identische Kreaturen finden. Oder haben wir jetzt doch das Richtige gemacht? Keine Ahnung, wir nehmen jetzt hier Irrwichte, weil Irrwichte ihre Gestalt verwandeln können. So. Oder wartet mal. Wassermenschen. Werwölfe. Einhörner. Ach, die Einhörner wäre es gewesen. Sag. Im Fach Wahrsagen lernt man nicht nur die Zukunft, sondern auch Astrologie. Wie viele Sternekonstellationen sehe ich? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wenn es jetzt sogar 11 gewesen wäre. Teste dein Wissen in der Geschichte der Zauberei. Wie viele Zaubersprüche und Flüche stehen auf der Tafel? So, dazu machen wir jetzt hier nochmal ein schönes Bild. Dann öffne mir das. Und ich mache so. Ich mache so. Ich mache halt Stopp. Den gehen wir nochmal zurück. Ich mache so. Dann mache mir zack, zack. Und öffne mir den Alt Stopp. Jetzt hat er das falsche Bild aufgemacht, der Dödel. So. Dann zoomen wir jetzt ran und ich übertrage euch das gleich. So, dann malen wir doch mal hier die Zaubersprüche raus. Ich hoffe, wir bekommen dann alle. So, wieder dran zoomen geht nicht. Also, Expecto Patronum. Warte mal, kann man das auch so ein bisschen... Stift. Nee, okay, das kann man leider nicht machen. Vielleicht machen wir es auch lieber so. Nimm hier den Expecto Patronum. Na, das erkennt man jetzt aber nicht, Philipp. Jetzt. Also, dann haben wir hier... Also ihr könnt gerne auch mitgucken, ob ihr alle findet. Avada Kedavra. Avada Kedavra. Also ihr überlegt gerne auch mit selber. Ich finde es hier leider nicht nochmal was. Aber die können ja auch die Argonalige. Hm.
Also ich kann jetzt leider hier keinen mehr finden. Vielleicht findet ihr ja auch selber noch mal einen. Ihr könnt jetzt gerne pausieren und euch noch mal die Dinger raussuchen. Ich zoome euch extra noch mal ran. Also jetzt könnt ihr Pause machen und dann selbst herausfinden, wie es dann weitergeht. So, hopsen wir mal wieder zurück zu. Also, ich vermute mal, dass eine magische Zahl sind 7 Stück fertig. So, wenn Magie Hogwarts Dementor Höhe E de bedeutet Weg, also Hedwig bedeutet es. Also ihr habt es euch jetzt selber erschließen können, weil ihr seht ja hier, wie das funktioniert. Also ich dachte schon Hagrid, aber es ist Hedwig. So, nein, keine Werbung, danke. So, nein. Alt. Oh Mann, der macht mir meine ganze Antwort kaputte, blöde Werbung. Käse da. 222 oder so. So. Gut, dann sind wir jetzt bei. Ich glaube, man hätte mehr, wenn mir die Werbung hier nicht gehabt hätte. Wartet mal. Also. Klicken wir nochmal kurz zurück. Hier haben wir gesagt 7. Dann haben wir hier 7 gesagt. Egal. So, du bist zu 67, um deine falschen Antworten zu sehen. B war richtig. A war richtig. A war richtig. B war richtig. Das war auch richtig. Ihr Wicht. Oh Mann, hab ich doch gesagt, ihr Wicht. Och Mann, Philipp, echt. Ich habe aber das Rätsel missverstanden. Ja, super. 12 Konstellationen. Tja, da, nicht mal zähle könnte mir richtig. Hier waren es nur 6 Zaubersprüche, aber leider wird nicht angezeigt, welche das waren. Hedwig war auch richtig, 222 war auch richtig. Gut Leute, ich hoffe, euch hat die Rätselfolge hier gefallen. Ich hoffe, die war nicht lang genug und ihr habt euch schön das Gehirn zerbrochen, bis ihr die Antworten gehabt habt. Schreibt mir gern mal euer Ergebnis rein. Ihr könnt natürlich das Rätsel auch selber machen. Geht dafür einfach auf gimmemore.com und dann könnt ihr das Rätsel selber machen. Name vom Rätsel habt ihr natürlich auch im Titel meines Videos. Und jetzt wird das Video geschnitten und bis bald. Tschüss.